Mein Name ist Gesine Lötsch. Ich bin Mitglied der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag und wir sind gemeinsam mit unseren Freunden vom Berliner Landesverband der Linken, hier Klaus Lederer als Vorsitzender ist anwesend, die Ausrichter dieser Veranstaltung. Seit vielen Jahren erinnern wir jedes Jahr an dieses ungeheuerliche Verbrechen, an die Bücherverbrennung, die ja nur ein Minitekel war, ein Vorzeichen auch der Verbrennung von Menschen. Und wir denken, man kann gar nicht oft genug darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, wer alles Beifall geklatscht hat und wer Widerstand geleistet hat. Und darum ist es für mich immer besonders anrührend, dass wir mit Elfriede Brüning, eine der nicht nur letzten Zeitzeugen dieses Ereignis hier bei uns haben, sondern Elfriede Brüning, sie ist junge 102 Jahre alt, ist das. Herzlich willkommen, Elfriede. Sie ist das letzte lebende Mitglied des Bundes proletarischer Schriftsteller und hat mit voller Entsetzen miterlebt, wie auch die Schriften, Bücher, Gedichte, Zeitschriften, Artikel, Aufsätze ihrer Freunde, ihrer Mitkämpfer, ihrer Genossen aus dem Bund proletarischer Schriftsteller hier auf diesem Platz verbrannt wurden. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man hier in der Humboldt-Universität sich dieser Geschichte stellt, sich dem Erinnern auch stellt und sich fragt, wie konnte es kommen, dass ja die geistige Elite so etwas getan hat und ob dieser Elitenbegriff wirklich immer gerechtfertigt ist. Wir haben heute viele Gäste, die sich beteiligen. Einige möchte ich jetzt schon begrüßen, andere dann im Laufe des Programms. Mein herzlicher Gruß gilt Beate Glasfeld. Beate Glasfeld ist, wie Sie ja alle wissen, eine unermüdliche Kämpferin für die Rechte und die Erinnerung der Menschen, die von den Faschisten umgebracht wurden. Ihre besondere Fürsorge gilt den Kindern, wie sie es hier auch ausgestellt hat, den jüdischen Kindern, die ihr Leben lassen mussten, denen die Kindheit gestohlen wurde, die verbrannt wurden, die ermordet wurden. Und Beate Glasfeld ist nicht zum ersten Mal hier. Sie ist eine treue Mitkämpferin an unserer Seite und sie hat ja auch, wie Sie wissen, für die Linke als Bundespräsidentin kandidiert. Dafür nochmal herzlichen Dank, Beate Glasfeld. Und ich begrüße auch hier in der ersten Reihe ganz herzlich Andreas Nachhammer. Andreas Nachhammer ist auch vielen von Ihnen, glaube ich, bekannt aus seinen wissenschaftlichen Werken natürlich, aber auch aus seinem engagierten politischen Engagement. Er ist jetzt der Direktor der Stiftung Topographie des Terrors hier in Berlin, hat vorher auch viele wichtige Funktionen bekleidet und ich freue mich, Herr Dr. Nachhammer, dass auch Sie sich heute an unserer Lesung beteiligen. Vielen Dank. Und wie versprochen schon, beginnen wir mit Elfriede Brüning. Elfriede Brüning musste ja vor einigen Jahren ihren Führerschein abgeben, kann also selber nicht mehr Auto fahren und auch nicht mehr so gut auf Bühnen. Und darum bitte ich Sie um Verständnis, dass Elfriede Brüning von Platz aus liest. Sie hat ihre Erinnerung an diesen Tag aufgeschrieben und sie hat jetzt ihr Gehör. Bitte schön. Also ich hoffe, Sie können mich hören. Ich wollte etwas lesen aus meinem Buch Gedankensplitter. Vom schlimmen Anfang. Gedanken zum 10. Mai 1933. 80 Jahre sind vergangen seither. Ein ganzes Menschenleben. Und doch stehen mir die Bilder jenes verhängnisvollen Tages vor Augen, als wäre alles gestern gewesen. Ja, ich war hingegangen zum Opernplatz, wie er damals noch hieß. Nicht aus Sensationsgründen oder gar aus Begeisterung, wie die vielen Schaulustigen um mich herum, die gekommen waren, um das schaurige Spektakel mitzuerleben. Schon vor Tagen hatte man in der Tagespresse angekündigt, dass als Höhepunkt des
von der deutschen Studentenschaft veranstalteten Aufklärungsfeldzuges wider den undeutschen Geist heute am 10. Mai eine große Bücherverbrennung stattfinden sollte. Und in allen deutschen Hochschulen wurde zu öffentlichen Kundgebungen aufgerufen. In Berlin hatten SA und Polizei den Platz gegenüber der Humboldt-Universität schon vorsorglich abgeriegelt. Aber die Massen stürmten jetzt hindurch, drängten nach vorn zu dem freien Viereck, wo man einen Holzstapel aufgetürmt hatte, der von Scheinwerfern grell beleuchtet wurde. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, rief einer, der gerade Bücher von Heinrich Mann und Erich Kästner in Händen hielt. Gegen volksfremden Journalismus demokratisch-jüdischer Prägung. Das ging gegen so bedeutende Journalisten wie Georg Bernhard und Theodor Wolff. Und jetzt traten die Burschen beiseite und machten einem schmächtigen Männlein Platz, Josef Goebbels, dem Reichsminister für Propaganda, der gerade mit dem Auto herangerast war und der nun ebenfalls mit sich überschlagener Stimme in die Menge brüllte: Ich übergebe den Flammen die Schriften der Juden und Volksverhetzer von Heine, Brecht und Feuchtwanger, von Thomas und Heinrich Mann, bis seine Rede im Toben der ihm zujubelnden Menge unterging. Mir war inmitten dieses Chaos zumute, als ob eine Brandung über mir zusammenschlug. Nur mit Mühe hielt ich mich aufrecht. Was hatte ich hier zu suchen? Fragte ich mich verzweifelt. Warum stand ich hier? Dabei wusste ich genau, dass ich ausharren musste. Ich war aus einem ganz bestimmten Grund hier. Ich hoffte, dass auch noch andere von uns gekommen waren, als Zeugen dieser Kulturschande. Wir, das war eine Gruppe junger Autoren, Mitglieder im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, zudem so bekannte Autoren wie Johannes R. Becher, Anna Segers, Bert Brecht und Ludwig Renn gehörten. Als wir uns im Februar noch einmal im Grafischen Block an der Enkelstraße, unserem Versammlungsort, hatten treffen wollen, mussten wir hastig auseinandergehen, um nicht verhaftet zu werden. Denn das Gebäude war bereits von SA besetzt. Der Bund war sofort nach Hitlers Machtantritt verboten worden. Am 27. Februar hatte der Reichstag gebrannt. Seitdem war die Hölle los. Es hagelte Verhaftung. Heute, am 10. Mai, standen wir Antifaschisten noch unter dem Schock der furchtbaren Ereignisse der letzten Wochen. So viele von uns waren schon verhaftet worden. Ludwig Renn war darunter, Karl von Ossietzky, der Anarchist Erich Mühsam, Hermann Duncker, der bekannte marxistische Wissenschaftler, sowie Autoren wie Klaus Neukranz, Kurt Kläber und Egon Erwin Kisch. Wer irgend konnte, hatte versucht, sich über das Riesengebirge unter Umgehung der strengen Grenzüberwachung nach Prag in Sicherheit zu bringen. Nach Prag hatten sich auch bereits Johannes R. Becher, Anna Segers und Wieland Herzfelde retten können. Bei Hans Schwalm, der sich später in der Emigration Jan Petersen nannte, und am organisatorischen Leiter, hatte es schon mehrfach Hausdurchsuchungen gegeben. Seitdem mied er seine Wohnung und lebte im Untergrund, nachdem er vorher alle belastenden Unterlagen, leider auch die Mitgliederliste, vernichtet hatte. Seitdem waren wir ohne Verbindung, fühlten uns wie Waisen, hilflos alleingelassen. Die Adressen meiner Freunde kannte ich nicht. Wie sollte ich je wieder Kontakt zu ihnen aufnehmen können, wenn uns nicht ein Zufall wie das heutige Spektakel wieder zusammenführte? Vorne schien das Schauspiel sich allmählich seinem Ende zu nähern. Die Kapelle war verstummt und auch das Prasseln und Knattern der Flammen war leiser geworden. Ich versuchte gerade, mich, die Menge mit den Armen zerteilend, bis zur Straße zurückzukämpfen
als ich spürte, wie jemand meinen Arm berührte. Hans, es sind auch noch andere da, flüsterte er mir zu. Hast du sie nicht gesehen? Seinen Blicken folgend entdeckte ich sie nun ebenfalls. Dort hinten war Hertha, die Bibliothekarin, in ihrem leuchtend blauen Kleid. Drei Reihen hinter ihr stand Walter, der leicht an seinen Locken zu erkennen war. Hinter ihm entdeckte ich Hans Eckel. Werner Ilberg war da und viele andere. Wie magnetisch angezogen waren sie alle hergekommen, aus dem gleichen Grunde wie ich, um einander wiederzutreffen bei dieser grausigen Gelegenheit. Denn wir alle, die bisher erst wenig veröffentlicht hatten und daher als unbelastet in den Augen der Nazis galten, waren entschlossen, in Deutschland zu bleiben und weiterzuschreiben, trotz des Verbotes des Bundes. Erzählungen, Glossen, Satiren über das Leben im Dritten Reich. Arbeiten, die allerdings nur noch im Ausland publiziert werden konnten. Hans Schwalm gelang es, die Losung weiterzugeben. Sonntag 10 Uhr, Bahnhof Heerstraße, bringt Proviant mit, meinetwegen auch die Badehose. Also dann trafen wir uns am Sonntag. In Zukunft, erklärte uns Hans, dürfen wir nur noch in Dreiergruppen zusammenkommen, zu denen er allein die Verbindung hielte. Aber er ermahnte uns auch, niemand verübelt es euch, wenn ihr nicht länger dabei bleiben wollt. Uns winkt weder die Aufnahme in eine Dichterakademie noch ein literarischer Preis. Das Einzige, was ich euch versprechen kann, ihr werdet in der Emigrantenpresse gedruckt, in den neuen deutschen Blättern in Prag, die Wieland Herzfelder herausgab. Aber eure Stimme aus Deutschland bleibt anonym. Die Artikel erscheinen mit 3 Sternchen. Niemand wird euren wahren Namen erfahren. Und noch etwas. Ihr könnt natürlich auch kein Honorar bekommen. Die Herausgeber Wieland Herzfelde, Anna Segers und Oskar Maria Graf raten euch daher, unverfängliche Artikel für die Nazi-Presse zu schreiben, um etwas Geld zu verdienen. Denn die meisten von uns müssen ja von der Unterstützung leben. Und das ist nicht viel mehr als ein Taschengeld. Ich war dann 1934 arbeitslos und mir drohte die Einberufung zur Landhilfe. Das wollte ich natürlich auf keinen Fall, aber davor konnte mich nur ein Auftrag retten. Den bekam ich zum Glück von einer Zeitung, die bei Ullstein erschien, die Koralle. Die Koralle wollte eine Artikelserie über ein Segelfliegerlager veröffentlichen, das auf der Kurischen Nehrung bestand. Also ich nahm den Auftrag an und fuhr nach Rossitten. Aber in Rossitten hatte man noch nichts von mir gehört und man brachte mich weiter nach Pillkoppen. Das ist der letzte Ort vor der Grenze nach Litauen. Und dort in der Nähe gab es sehr hohe Wanderdünen, wo die Sportler ihre B- und C-Prüfung machen konnten. Aber also ich wohnte einige Tage mit den Segelfliegern zusammen, aber ich merkte bald, dass die Sportler schon auf den Krieg getrimmt wurden. Und ich konnte die Reportage nicht schreiben. Ich gab den Auftrag zurück. Aber die Landschaft faszinierte mich. Und ich mietete mich in Pillkoppen noch für einige Monate ein, weil ich das Leben der Fischer näher kennenlernen wollte. Ich hatte auch gehört, dass... Moment, jetzt muss ich mal sehen, wo ich das hier finde. Ich hatte gehört, dass man, wenn man am Strand entlang ging, also kaum auf Polizisten traf. Also man konnte ungesehen nach Litauen entkommen. Und ich machte mehrmals diesen schwierigen Weg. In Litauen konnte man noch die Weltbühne kaufen, die im Dritten Reich bereits verboten war.
Jetzt habe ich Moment. Nee, ich finde das nicht. Moment. Ach Gott. Ja. Also, ich sagte, dass ich nach Litauen gekommen war. In Nidden stand ich lange vor dem Haus von Thomas Mann. Mir war plötzlich, als sei die Luft um mich herum klarer geworden, als könne ich freier atmen. Würde Thomas Mann sein Haus jemals wiedersehen? Ich wusste, dass er von einer Vortragsreise in die Schweiz nicht zurückgekehrt war. So viele waren schon gegangen, viele gingen noch immer. Um uns Zurückbleibende wurde es immer leerer. Zurück zum 10. Mai 1933. Haben alle, die an diesem Tage heilrufend und ihre Kampflieder gröhlend aus der Kommode, dem Bibliotheksgebäude der Humboldt-Universität, die Bücher bisher geschätzter Autoren aus den Regalen zerrten, sie zerfetzten und ins Feuer warfen, haben all die Gaffer ringsum auch nur annähernd geahnt, wohin die Entwicklung ging? Denn schon bald nach der Bücherverbrennung ersannen die Schreibtischtäter weiteres Unheil. Und 1942, nach der Wannsee-Konferenz, die die Endlösung der Judenfrage beschlossen hatte, begann die Deportation. Die Juden wurden abgeholt, auf Lastautos geladen und abtransportiert. Sie kämen in Arbeitslager, hieß es in der Bevölkerung. Und manch einer meinte wohl noch, dort erginge es ihnen am Ende besser als in der Stadt, auf die nun die Bomben fielen. Aber nie kam von einem Deportierten ein Lebenszeichen. Denn deren Endziel hieß Auschwitz, hieß Tod durch das Gas, das die profitgierige IG Farben so günstig an die Mörder hatten verschenken können, verschleudern können. Die Ermordung von 6 Millionen jüdischer Menschen, von Männern, Frauen, Kindern, Alten und Kranken, verlief so reibungslos wie Arbeit am Fließband. Und nur der Rauch, der ständig Tag und Nacht aus den Schornsteinen der Krematorien quoll, sich mit seinem penetranten Gestank auf die Lager senkte und sie bedeckte wie ein Leichentuch, war ein Indiz dafür, dass hier ein Verbrechen geschah, ein professioneller Massenmord, wie er kaltblütiger noch nie organisiert worden war. Ich denke an Heinrich Heine. Das war ein Vorspiel nur, schrieb der damals 20-Jährige angesichts der Bücherverbrennung, die deutsche Studenten, Burschenschaftler schon 1817 auf der Wartburg veranstaltet hatten, um undeutsches Schrifttum, das ihrer Meinung nach nicht zur germanischen Kultur gehörte, auszumerzen. Und Heine fügte hinzu, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Aber es blieb den Nationalsozialisten mit ihrem Rassenwahn vorbehalten, Heines düstere Prophezeiung in die Tat umzusetzen.